Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video hier aus Maui, Hawaii. Ja, ich bin gerade auf Hawaii, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt von meinem letzten Video. Diesmal melde ich mich aber tagsüber wieder, zum Glück. Auf jeden Fall bin ich von Los Angeles nach Hawaii geflogen, weil es nicht so weit ist. Und ich wollte schon immer mal hierher und es ist so unfassbar schön hier. Allein die Aussicht von der Unterkunft hier ist so krass. Jedenfalls dachte ich mir, weil heute so einiges ansteht, nehme ich euch einfach mal mit, zeige euch so ein bisschen die Insel und was ich so mache. Wir gehen auch unter anderem an den Strand. Das darf natürlich nicht fehlen auf einer Insel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr könnt mir mal jetzt gerne in die Kommentare schreiben, seid ihr eher jemand, der Inseln mag oder Festland? Ich kenne so einige, die mögen so gar nicht Inseln. Also lasst es mich mal gerne wissen. Und seid ihr so absolute Wasserratten? Was ist das für ein Wort? Also am ersten darauf gekommen, gibt es Wasserratten? Das ist jetzt gerade die Frage, ne? Alter, Becky, lass dich nicht ablenken. Ja, und ich will jetzt nicht so viel labern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Vlogs oder solchen Videos, wo ich euch mitnehme, dann lasst unbedingt Daumen nach oben da, Leute. Daumen nach oben nicht vergessen. Darüber würde ich mich mega freuen. Und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Dann verpasst ihr auch kein neues Video. Dann seid ihr Teil von Team Becky. Und aktiviert unbedingt die Glocke. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Ach, nee, Moment. Bevor einige fragen, Becky, was hast du gemacht mit der Annabelle-Puppe? Sie ist sicher verwahrt, okay? Haltet euch fest. Nicht lachen, okay? Nicht lachen, das ist mein Ernst. Das ist mein Ernst. Ich habe sie nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, wie sie hergekommen ist, aber ich habe sie nicht mitgenommen, okay? Und zwar ist sie in der heiligen Mikrowelle. Diesmal. Tada! Es ist alles ausgesteckt und so. Sie ist da einfach nur in Sicherheit verwahrt. Ich wusste nicht, wo sonst hin mit ihr. Ja, weil die Waschmaschine ist halt unten. Ich will jetzt nicht jemanden irgendwie erschrecken oder so. Deswegen habe ich sie da reingetan. Tschüss, Annabelle. Tschüss. Angekommen dort, wo es Acai Bowls gibt, und ich habe schon so Hunger, Leute. Aber es ist das beste Frühstück ever, weil es ist schon ultra heiß morgens und da finde ich, ist eine Acai Bowl einfach perfekt. Und wisst ihr, was richtig lustig ist? Hier laufen einfach überall immer Hühner rum. Überall. Und die sollte man lieber nicht füttern. Ich wurde schon gewarnt, Leute, weil die sollen echt nicht ohne sein. Oh mein Gott, was ist das für ein lauter Vogel? Ja, die sollen teilweise echt manchmal aggressiv werden, wenn du irgendwie Essen hast. Denen was gibst, dann springen die sogar auf deinen Tisch und klauen dir dein ganzes Essen. Also sehr verrückte Hühner hier am Start. So sieht der Laden bzw. Wagen auch übrigens aus. Voll cute, so schön bunt. Und hier sind auch noch andere Wagen, wo du essen kannst. Zum Beispiel Tacos, denke ich auch nicht schlecht. Aber nein, ich hole mir jetzt nur eine Acai Bowl. Leider hatten die gar nicht die Drachenfrucht Bowl, die ich unbedingt mal probieren wollte, sondern nur die normalen Acai Bowl. Aber sind auch nicht schlimm. Ich habe dafür noch extra Sternfrucht drauf machen lassen und Ananas und so, weil Ananas hier super lecker ist. Und ich habe mir einen Smoothie geholt, einen Mango-Kokosnuss-Smoothie. Und der sieht so richtig dickflüssig aus und richtig lecker. Also ich bin echt gespannt, wie der schmecken wird. Mal eben probieren. Boah, der schmeckt so frisch. Ist fast schon Eis, fast schon Milchshake. Oh mein Gott, wie lecker das aussieht. Wow. Oh mein Gott, sieht die gut aus. Ich freue mich gerade so sehr darauf. Mit der Erdnussbutter, oh mein Gott, so lecker. Oh mein Gott, hier wachsen sogar Bananen. Das habe ich noch nie gesehen in Real Life. Ich gehe jetzt eben ganz kurz zum Supermarkt, um mir noch was zu essen zu holen, weil am Strand ist es unfassbar teuer. Vielleicht kennt ihr es ja auch. Selbst eine Pommes ist gefühlt unbezahlbar. Deswegen hole ich mir lieber was hier im Supermarkt und nehme das dann mit zum Strand und mal schauen, was es da so Leckeres gibt. Wie schön die Häuser hier teilweise aussehen. Wow, mit so einer Veranda und so. Na okay, ich glaube, das ist irgendwie ein Hotel, aber wie schön ist das? Becky unterwegs in Hawaii. Ja, an jeder Ecke siehst du hier auch Surfbretter und Surfer mit ihren Surfbrettern rumlaufen. Weil Maui ist eigentlich die perfekte Surferinsel, weil hier halt extreme Wellen sind. Es ist ultra schwer, einen Strand zu finden mit wenig Wellen. Also es gibt zwei, drei Stück, die sind vollkommen in Ordnung. Aber andere, ja, haben teilweise so hohe Wellen, das ist nicht mehr normal. Ja, hier sind diese typischen Hawaii-Ketten, die man so kennt. Aber es gibt auch richtige aus Blumen und die werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Ich wollte mir auch so einen Haarkranz holen aus Blumen, weil ich das so schön finde. Und ja, hier sieht man zum Beispiel die Wellen. Da hinten seht ihr das, da sind auch schon einige Surfer. Hier vorne gehen schon welche rein.
Und die sind nicht ohne. Es gibt aber auch noch viel, viel größere, auch welche, die viel weiter vorne sind. Das geht hier ja noch. Aber ja, die sollte man nicht unterschätzen. Das sind sogar welche am Parasailing machen. Ich wollte das auch schon immer mal machen. Das ist so cool, aber keiner will das mit mir machen. Will das jemand mit mir machen? Hier sind auch ganz viele Windsurfer, obwohl das sieht irgendwie aus wie ein Boot. Sind das kleine Mini-Segelboote? Was ist das? Irgendwie so eine Mischung. Ich habe mir übrigens einen Stimmungsring gekauft, so einen billigen, aber ich wollte schon die ganze Zeit so einen haben, aber ich habe nie einen bei uns gefunden in Deutschland und jetzt habe ich endlich einen. Hier gibt es sogar Hula-Röcke mit Kokosnussschalen dazu. Oh mein Gott, hier gibt es einfach mal Weihnachtssachen. Okay, ein ganzer Weihnachtsladen. Nach 100 Jahren auch mal im Supermarkt angekommen, endlich. Leute, ich habe meine Lieblingsabteilung gefunden. Torte. Kuchen, Regenbogenkuchen. Das ist auch total beliebt hier. Und das wollte ich schon die ganze Zeit mal probieren, also nehme ich mir das auf jeden Fall mal mit. Boah, sehen die Donuts hier lecker aus. Mögt ihr Sushi oder so gar nicht? Schreibt es mal jetzt gerne in die Kommentare, weil ich weiß nicht, jeder mag das. Aber ich liebe es auf jeden Fall. Strand angekommen, also fast. Ich muss hier ein bisschen runterlaufen und dann so einen kleinen Weg entlang und dann bin ich da. Ich freue mich euch schon so sehr, den Strand zu zeigen, weil der ist wirklich super schön. Das Wasser ist auch so klar. Es gibt sogar Korallen und ich habe sogar da mal eine Schildkröte schon gesehen und Fische. Auf jeden Fall ist es dort richtig schön und man sieht auch noch die Berge im Hintergrund und ja, Flipflops eben ausgezogen, weil dann kann man besser durch den Sand laufen. Und so sieht es hier aus. Wow, das Wasser ist auch wieder richtig schön blau, weil die Sonne scheint. Wenigstens ein bisschen Schatten und ein wenig kühler, weil in der Sonne ist es richtig krass heiß, Leute. Das ist nicht mehr normal. Und jetzt gleich werde ich mich erstmal mit Sonnencreme eincremen. Sehr wichtig, Leute. Sonnenschutz nicht vergessen. Und dann werde ich, glaube ich, mein Strandtuch auspacken und hier hinlegen, falls ich mich doch nachher sonnen möchte. Und ja, dann werde ich ein bisschen Buch lesen, ins Wasser gehen und später mein Mittagessen essen, was ich mitgenommen habe. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt schon. Die Wellen werden jetzt schon richtig hoch. Oh mein Gott. Ich glaube, es liegt daran, dass die Winde jetzt etwas krasser werden. Vielleicht sollte ich jetzt gleich doch schon ins Wasser gehen. Ich suche jetzt gerade nach einem Ort, wo ich am besten nachher rein kann. Ich glaube, da hinten. Da hinten ist, glaube ich, der perfekte Ort. Da ist es weniger wellig und da wirkt es irgendwie ruhig. Hier links geht die Post ab, Leute, aber rechts geht's wohl. Ich glaube, da gehe ich nachher rein. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, ich suche gerade nach dem perfekten Spot für mich, okay? Ich habe mir auch noch so hawaiianische Chips gekauft. Taro liebe ich ja sowieso und ja, die klangen irgendwie lecker. Und ich habe mir so komische lila Brötchen hier mitgenommen. Ja, so sehen die aus. Verdammt lila, aber die schmecken einfach so wie weiche Brötchen. Und ich liebe weiche Brötchen. Seht ihr, wie klar das Wasser ist? Oh Mann, warum können wir nicht so ein Wasser bei uns haben? Boah. Oh mein Gott, das bist du bei der Shorts hochgegangen. Was sind das für Oschi-Wellen auf einmal? Und ich nehme jetzt meinen riesen fetten Flamingo-Schwimmring mit. Der Vorteil ist, da kann man durchgucken. Da muss man eigentlich gar nicht tauchen, man kann einfach durchgucken. Und ab damit ins Wasser. Oh, das Wasser ist so schön warm. Und ich werde jetzt lieber nicht die Kamera mit ins Wasser nehmen, weil ich weiß sonst ganz genau. Alter, das reißt ein voll Bild. Hilfe. Ja, auf jeden Fall, ich werde die Kamera nicht mitnehmen. Also sonst landet sie im Wasser. Ich kenne mich, Leute. Und ja, das wollen wir nicht. Sonst habe ich gar keine Kamera mehr. Becky im Wasser macht super viel Spaß. Übrigens ist das da hinten nicht Teil von der Maui-Insel, sondern das ist eine weitere hawaiianische Insel. Und zwar nennt sie sich Molokai. Ja, die hat auch einen Vulkan auf der Insel. Den sieht man wahrscheinlich von hier, aber ich weiß nicht genau, wo der liegt. Irgendwie sieht es aus, als würde das Meer glitzern. Richtig schön. Ich bin jetzt gerade ein bisschen noch an der Promenade lang gelaufen, wollte eigentlich mir noch ein Eis kaufen, aber leider hatte ich keins mehr. Ein bisschen blöd, aber egal. Ich werde jetzt alle Sachen zusammenpacken, ist schon relativ spät geworden. Und dann werde ich zu Target gehen, mir noch mein Lieblingsgetränk bei Starbucks holen, weil die haben da einen Starbucks immer. Und ja, das ist ein Milchtee. Ich liebe den so sehr. Ich wünschte, wir hätten den auch in Deutschland. Und dann ab nach Hause, würde ich sagen. We'll be right back.
war richtig, richtig schön am Strand und ja, ich freue mich schon auf meinen Tee, Leute. Ich kann es gar nicht abwarten, weil ich brauche eine Abkühlung. Ich brauche wirklich eine Abkühlung. Alles, was ich in so eine Flasche reingetan habe, was kühlen kann, ist mittlerweile warm geworden. Alles. Sieht man mich überhaupt? Die Sonne scheint so extrem noch. Aber jetzt los zu Tage. Oh mein Gott, die haben so schöne Herbst-Halloween-Sachen. Das ist immer genau das, was ich suche. Und bei uns gibt es die nicht. Diese Stecker hier sind auch richtig süß. Ja, dann haben wir hier noch einen Aloha-Becher, einen Maui-Becher. Und das haben die momentan. Sieht richtig lecker aus. Und endlich habe ich meinen Milchtee. Der ist so, so lecker mit Karamell und Vanille, Schaum obendrauf. Und, oh, das schmeckt ein bisschen so wie Bubble-Tea ohne die Bubbles. Auf jeden Fall hole ich mir meine allerliebsten Popcorn, und zwar diese hier. Ich liebe die so sehr. Ja, die müssen auf jeden Fall mit. Und hier gibt es so viele Chips, ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Aber das ist wieder so schwer. Und endlich wieder angekommen zu Hause. Oh mein Gott, wie dunkel es hier ist. Moment, wo ist der Lichtschalter? Hallo? Oh, da habe ich ihn. Oh mein Gott, wie fertig sehe ich bitte aus? Aber ich fühle mich auch so, wie ich aussehe. Also ich muss mich jetzt definitiv gleich duschen gehen. Und meine Haare sind richtig wellig geworden. Und ja, es ist verdammt heiß hier drin. Alter Schwede. Also tagsüber ist es hier kaum auszuhalten. Das ist richtig krass heiß. Aber es ist jetzt immer noch mega heiß. Moment, ich muss den Ventilator anstellen. Ah, habe ich angemacht. Wenn es ein bisschen heller hier ist, mache ich mal hier jetzt das Licht an. Okay, perfekt. Eben Sachen ablegen. Eben auch noch in der Küche den Deckenventilator anmachen. Auch volle Pulle. Ja, und checken wir mal eben kurz die Annabelle. Da ist die Mikrowelle. Oh mein Gott, sie ist noch drin, aber... Warte. Oh mein Gott! No way! Sag mal, hat die sich bewegt oder bin ich jetzt blöd? Alter, die guckt hier! Ich schwöre, sie hat sich bewegt. Ich bin mir ziemlich sicher. Hä? Lag sie nicht anders? Oh, spinne ich jetzt völlig? Ich weiß nicht. Lol, die guckt mir direkt in die Seele. Ich bin doch nicht jetzt blöd. Ey, spätestens wenn ich das Video bearbeite, sehe ich das. Ob die sich bewegt hat. Ich meine, ich habe sie so reingelegt gehabt, dass sie wegguckte. Warum guckt sie jetzt mich an? Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Alter, das ist nicht mehr normal. Was ist das für eine Puppe? Ja, wenigstens ist sie noch in der Mikrowelle. Ich habe Angst, ich habe echt Angst, Leute, ich grusel mich. Also entweder bin ich jetzt voll gaga oder so, wegen der Sonne und so. Ich habe zu viel Sonne abbekommen oder... Ich weiß nicht. Leute, ich bin sprachlos. Ich bin immer noch der Kacke geguckt und die hat sich bewegt, Digga. No way.